Was steht Schönes drauf? Knirscherschiene gegen nächtliches Zähneknirschen. Gut, dann setzen wir es dir ein. Ah! Et voilà. Deine Knirscherschiene. Ja, guck mal. Oh, sieht aber nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Man hat immer das Gefühl, man möchte das rausbringen. So. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste damit schlafen, hätte ich, glaube ich, echt Probleme, da einzuschlafen. Also dein Fazit zu der ganzen Sache? 30 Euro lohnt sich die? Hi und ganz herzlich willkommen. Ich muss mal kurz einmal froschen im Hals. Okay. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Und mein Name ist Joran Felkner. Und wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnerhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Im heutigen Video geht es um das Thema Knirschen, und zwar die Knirscherschiene. Muss es wirklich immer eine vom Zahnarzt sein oder reicht vielleicht auch eine bestellte aus dem Internet? Wenn euch das interessiert, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Bevor es jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch die Inhalte unseres Kanals gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wir haben schon mal ein Video dazu gemacht, wie man solche Schienen reinigt. Ich glaube aber, ein Video zum Thema Knirscherschiene gibt es von uns noch gar nicht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Heute das erste, genau. Wir haben uns dieses Set hier aus dem Internet bestellt. Kostenfaktor ungefähr 25 Euro. Gab es aber auch in der Drogerie. Genau, was steht Schönes drauf? Knirscherschiene gegen nächtliches Zähneknirschen. Mikrowellen geeignet, einfache Handhabung und vor allen Dingen passgenau. Also passgenau sieht dann auch nochmal so aus. Ne? Sieht schon super passgenau aus. Latexfrei ist es anscheinend. Und die Packung, habe ich irgendwie gedacht, die wurde schon mal irgendwie geöffnet. Das war schon mal in einem anderen Mund drin. Also so, Vertrauen, naja. Soll ich mal hier die Warnhinweise vorlesen kurz? Oder ich würde vielleicht erstmal direkt loslegen, auspacken und warnen können wir ja, wenn wir fertig sind. Ja, macht Sinn. Wir wollen sie ja eh nehmen. Okay. Gut, ich mach die mal auf. Ja, also Verpackung ist schon mal supi. Boah. Vielleicht mal zur Hintergrundinfo, wir knirschen beide und haben auch beide Schienen, die wir fast jede Nacht tragen. Boah, die Packung ist echt so ausgelutscht, mach die mal. Kann man einfach aufreißen, oder? Ja, habe ich auch probiert, aber. Also. Okay. Ah ja. Mhm. Was ist da? Ach, da ist noch eine kleine Dose dabei. Fehlt da nicht noch was? Ja, hier. Nee. Ah ja. Ach so, genau, da ist nämlich noch ein Löffel. Das habe ich auf der Verpackung schon gesehen. Stimmt. Der sieht folgendermaßen aus, und zwar ist das wahrscheinlich der Abdrucklöffel für die Masse, um die Zahnschiene zu individualisieren, auf eure Zähne ganz genau anzupassen. Okay. Die Anleitung sieht ganz einfach aus. Ich würde gerade sagen, die Anleitung sieht auch ehrlicherweise gar nicht so schlecht aus. Ist schön die Frage, bebildert. Wie können wir es denn anpassen? Müssen wir das irgendwie kochen? Also es gibt sowohl als auch. Also Anleitung Herd, die empfehlen eigentlich den Herd. Wir nehmen jetzt die Mikrowelle. Man soll, bringen Sie Wasser in die Mikrowellenschüssel, in der Mikrowelle zum Kochen. Dann die Wassertiefe 4 cm, okay. 3 bis 8 Minuten soll man erstmal Wasser zum Kochen bringen. Dann nehmen wir das kochende Wasser aus der Mikrowelle raus, lassen es für 10 Sekunden ruhen und dann legen wir die Knirscherschiene im Abdrucklöffel für 45 Sekunden mit der Schiene nach unten in das heiße Wasser. Okay. Danach würdest du eine Gabel in die Schlaufe des Abdrucklöffels einführen und nimmst den dann aus dem Wasser und dann hält man ihn eine Sekunde unter fließendes Wasser und dann führst du den Abdrucklöffel mit der Knirscherschiene anschließend sofort vorsichtig in den Mund. Beißen Sie noch nicht zu. Okay. Schauen Sie zuerst in den Spiegel. Okay. Und positionieren Sie den Abdrucklöffel mittig und Ihre beiden Schneidezähne und seitlich unter Ihren Backenzähnen. Beißen Sie nun fest in das formbare Material und warten Sie, bis sie auf Körpertemperatur abgekühlt ist. Wohin mache ich meine Schneidezähne? Einfach nur, dass es mittig ist. Mittig sein, okay. Man soll das ja selber machen, okay. Deshalb im Spiegel gucken und... Alles klar, das heißt, wir bereiten jetzt einmal kochendes Wasser vor und dann geht's gleich weiter. Alles klar, also wir haben jetzt kochendes Wasser geholt. Wir legen es nicht in den Kochtopf, aber hier haben eine kleine Schale vorbereitet und legen die Schiene mal rein. Die Abdruckmasse ist schon drin. Leg die mal rein. Alles klar. 45 Sekunden sollen wir jetzt warten laut Anleitung. 45 Sekunden sind vorbei. Ich halte es jetzt eine Sekunde ins kalte Wasser. Gucken, dass es nicht zu heiß ist. Ist okay. Gut, dann setzen wir es dir ein. Ah! Und dann beißen wir es. Also, das ist wirklich so unangenehm. Danke schon. Das war richtig. Kannst du richtig kräftig zusammenbeißen? Das
So, 2 Minuten beißt er jetzt zusammen. Fische als Fritze, Fische. Um die Zeit rumzubekommen, würde ich einmal die Warnhinweise jetzt vorlesen. Also, das Produkt ist nicht geeignet als Mundschutz für sportliche Aktivitäten. Produkt ist darauf ausgelegt, Druckkräfte abzufedern. Es eignet sich nicht als Schutz gegen Schläge. Das ist sehr schlecht. Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Für eine Tragedauer von mehr als 3 Monaten ohne Rücksprache mit ihrem Zahnarzt. Bei losen oder wackeligen Zähnen, bei Kieferknacken, wenn bei Ihnen bereits Zähneknirschen Schmerzen verursacht, wenn Sie sonstige Schmerzen im Bereich des Kiefers oder der Zähne haben. Mhm. Hast du? Nee. Für Träger von Zahnimplantaten, Zahnprothesen, Zahnspangen oder anderen zahntechnischen Hilfsmitteln. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Zahnsteinchen. Okay. In folgenden Fällen bitte zunächst Rücksprache mit Ihrem Zahnarzt halten. Schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Wunde Stellen im Mund. Mhm. Zahnfleischbluten, mhm. Zahnfleischerkrankung, mhm. Karies ohne Füllung, mhm. lose Zahnfüllung, mhm. Kronen, mhm. Schwierigkeiten beim Kauen. Mhm. Also eigentlich kann man das nie tragen. So, 2 Minuten sind anscheinend vorbei. Oh, sieht aber nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Mhm. Jetzt müssen wir es abkühlen nochmal, ne? Ah, ja. Ins kalte Wasser. Wie lange? Auch nur 1 Sekunde? Ja, ist vorbei. Nee, da steht doch. Nee, warte. 20 Sekunden. So, okay, ich würde es jetzt mal hier rausholen. Oh, bester Tipp. Suchen Sie alle 6 Monate Ihren Zahnarzt auf, steht hier. Das ist auf jeden Fall auch weichbleibend. Also es wird jetzt nicht, härtet nicht komplett aus. Et voilà. Deine Knirscherschiene. Ja, guck mal. Mhm. Gar nicht so schlecht aus, muss man jetzt mal fairerweise sagen. Also was man schon sieht, dass nicht alle Zähne bei mir drauf passen. Ne? Also es ist wieder so eine Einheitsgröße für alle Münder. Scheinbar habe ich einen großen Mund. Hm. Wie viele Zähne fehlen bei dir? Ja. Nur die Weisheitszähne? Nee. Hier fehlt Der zweite Backenzahn und die Weisheitszähne. Aber ich probiere es jetzt nochmal ein. Ja. Und wie fühlt sich das an? Ja, halt sehr viel. Ich weiß nicht, hört man es, dass es viel im Mund ist? Zeig mal. Was jetzt? Also wie es aussieht, so. Machen wir auf, beißen wir zusammen. Also was man schon mal sieht, ist, dass der Biss vorn komplett offen ist. Du hast Kontakt bis zu den Eckzähnen, aber auch nicht so richtig. Also deine Zähne haben keinen richtigen Kontakt, oder? Na, hier vorne nicht. Hier auch und eine, hinten haben sie hinten Kontakt? Hinten haben sie Kontakt. Oder okay. Je nachdem, wie ich schiebe, das ist das Problem. Okay, und wenn du drauf beißt, dann federt das Ganze? Hier habe ich vorne Kontakt. Da hinten. Wenn du drauf beißt, dann federt das Ganze? Dann federt das. Also, vielleicht kann man mal sagen, was so ein paar wichtige Qualitätsmerkmale von einer Knirscherschiene sind. Also, die sollte natürlich aus einem festen Material sein, denn wenn ihr eure Zähne knirscht, dann ist es wichtig, dass ihr da einen festen Untergrund habt. Und die sollte natürlich auch ganz individuell auf euren Biss eingestellt sein. Das heißt, gleichmäßiger Kontakt an jedem Zahn und die Eckzähne, wenn ihr Seitbewegung durchführt, die führen die Schiene nach rechts und links. Das ist natürlich in so einer Schiene überhaupt gar nicht möglich. Das ist jetzt wahrscheinlich nur auf deine Zahnform angepasst. Und so ein ganz leichtes Abfedern, nehme ich mal an, vom Knirschen ist dort möglich und das war's. Man hat immer das Gefühl, man möchte das rausbringen. So. Also es ist sehr es ist halt einfach super viel im Mund. Und irgendwie ist es einfach super unangenehm, weil es hinten auch zu viel ist. Und dann vorne ist es ja offen beim Zusammenbeißen. Mhm. Also mit so einer Schiene kann man auch wesentlichen Schaden anrichten, aus zweierlei Gründen. Zum einen, wenn nicht alle Zähne in der Schiene gefasst sind, in deinem Fall 1,5 Zähne nach hinten fehlen und dann die restlichen Zähne ohne Schiene sind, dann passiert Folgendes, die haben dann keinen Zusammenbiss und die verlängern sich. Also wenn ihr eine Zeit lang diese Schiene tragen würdet, dann würden die Zähne, die dort nicht gefasst sind, einfach runterwachsen. Und wenn ihr dann die Schiene im Mund habt, dann kommt ihr mit euren eigenen Zähnen nicht mehr zusammen. Also das ist schon mal eine relativ gefährliche Angelegenheit. Und die Höhe, wie es gesperrt ist, sieht man hier viel zu hoch. Das ist viel zu hoch. Also euer Kiefergelenk hat eine Idealposition und die kann man bestimmen. Das macht man im zahntechnischen Labor. Und wenn man so eine Schiene anfertigt und die ist viel zu hoch, ist natürlich auch euer Kiefergelenk geklemmt. Also damit könnt ihr euch mehr schaden, als dass es wahrscheinlich euch nützt. Also man sieht das auch hier an der Seite, es ist wirklich sehr, sehr hoch. Das ist im Mund, also das Mundgefühl ist auch, also es ist nicht schön, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste damit schlafen, hätte ich, glaube ich, echt Probleme, da einzuschlafen. Und natürlich, es ist schon fest, das muss man sagen. Also das sieht man ja auch am Abdruck so ein bisschen. Das hat eigentlich gar nicht so schlecht das abgeformt. Aber es ist halt nicht so fest, als dass ich jetzt, also ich glaube, man bewegt sich auch im Schlaf. Und das würde auf jeden Fall rausfallen, ziemlich sicher. Also,
Also dein Fazit zu der ganzen Sache? 30 Euro lohnt sich die? Ach so, wir haben den Preis gar nicht verraten. Doch, ich glaube am Anfang. 30 Euro? Also 25 Euro waren es, glaube ich, also 25, zwischen 25 und 30 Euro war es. Ja, also sagen wir mal so, ich muss jetzt mal raus, mir ist echt unangenehm, Kiefergelenk. Das ist das Nächste, was auch so ein Nachteil ist, bevor ich zum Fazit komme. Bei der Schiene ist auch wichtig, wenn man so eine Schiene richtig beim Zahnarzt macht, ist auch wichtig, welche Kiefergelenksposition da sozusagen mit welcher, man sagt, mit welcher das registriert wurde. Also, und bei dem hier ist es ja so, man beißt ja einfach nur fest zusammen. Und in dem Moment hat man jetzt ja nicht so viel Auswahl, man macht so oder wie beiße ich da zusammen. Und das merkt man dann auch jetzt, also das merkt man echt unangenehm im Kiefergelenk, super, super unangenehm. Möglicherweise, wenn man da beim ersten Mal Glück hat und man kommt genau in die Position und so und man kommt auch genau, kriegt alle seine Zähne drauf, vielleicht ist das mal was, wenn man irgendwie, keine Ahnung, im Ausland, im Urlaub ist und irgendwie akute Kiefergelenksprobleme hat, weiß ich nicht, vielleicht kann das einem da, ich glaube, man kann nicht so dolle Beschwerden haben mit dem Knirschen, als dass das sich lohnt, weil damit fügt man sich auf jeden Fall mehr Schaden zu. Ja, also das ist ja, ich meine, auch da nur mal so, es gibt für dieses ganze CMD, also was du vorhin schon gesagt hast, kraniomandibuläre Dysfunktion, da gibt es eine richtige Fachdisziplin innerhalb der Zahnmedizin. Also wenn das, sage ich mal so, wenn es damit abgetan wäre, dass man hier mal so ein bisschen da reinbeißt, dann wäre es ja schön, aber... Mhm. Zumal ganz einfache Schienen auch über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden, da wird ein Antrag gestellt und wenn ihr da Probleme habt, also wenn ihr merkt, ihr knirscht mit den Zähnen vielleicht in Stresssituationen oder ihr seht euren Zähnen schon an, dass die irgendwie kürzer geworden sind, dann sucht auf jeden Fall euren Zahnarzt auf, der kann einen kleinen Kurzbefund mit euch machen, der tastet einmal alles ab, Muskulatur und Gelenk und dann stellt ihr einen Antrag bei der gesetzlichen Krankenkasse und dann bekommt ihr auch eine einfache Knirscherschiene hergestellt, die tausendmal besser passt als das da. Ja, und in Akutfällen dauert das jetzt auch nicht 4 Monate oder so, sondern dann geht es auch deutlich schneller. Aber ansonsten interessantes Produkt und wie viele dieser Produkte, es gibt ja auch so Kits aus dem Internet, wo man sich seine eigenen Zahnkronen herstellen kann und mal Füllung und so, ist das, glaube ich, aus England. Und in England haben wir natürlich das Problem, dass es dort keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, die die meisten Sachen abdeckt. Und ich denke mal dort, vielleicht wenn jemand wirklich akute Probleme hat und der hat keine Alternative und vielleicht auch keine finanziellen Mittel, ist das immer noch... das, womit sich die Leute versuchen zu helfen. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr eine Knirscherschiene? Knirscht ihr mit euren Zähnen und habt ihr vielleicht sowas hier schon mal getestet? Und passt es bei euch vielleicht besser als bei uns? Oder wenn ihr selber vielleicht irgendwelche anderen Produkte verwendet oder kennt oder irgendwelche spannend findet, die ihr gerne mal wollt, dass wir die testen und mal ausprobieren, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das hätte ich eigentlich auch mal, wäre eigentlich lustig, weil bis jetzt haben wir die immer selber so entdeckt, aber eigentlich wäre es mal cool, wenn ihr irgendwas Spannendes habt, was man mal testen kann. Dann bist du mal wieder dran. Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare, auf euer Feedback und auf das nächste Video. Bis bald. Bis dahin, ciao.